Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Dorkickers 2 Task Force North. Wir schauen mal, was heute uns Interessantes erwartet. Ach hier, Operation Subjugator. Was ist denn das? Bombenentschärfung. Aber die hatten wir doch schon mal gespielt. Hatten wir da echt gar keinen Stern bekommen? Super. All the way. Das sieht ziemlich groß aus. Vielleicht machen wir hier Extreme Rescues. Den zweiten Teil mal. Ach hier. Exekution verhindern. Geiselbefreiung. Ja, wir fangen mal hier mit der Exekution an. Es sieht so aus, als wenn wir mit unseren Rangern spielen sollten. Wie viele können wir mitnehmen? 8? Ja, tatsächlich 8. Brauche ich so viele Scharfschützen? Ich würde ja beinahe denken, dass wir nicht so viele Scharfschützen brauchen. Aber vielleicht doch, wenn ich mir das mal so angucke, vielleicht sind 4 Scharfschützen echt gar nicht so verkehrt. Ist irgendeiner von denen hier trainiert? Nee. Der hier schießt noch ganz gut. Den hatten wir vielleicht auch schon mal mit. Ja, wo guckst du rum? Dich sehe ich gerade gar nicht. Gibt es hier drüben irgendwo noch eine Aufstellungszone, die ich gerade nicht sehe? Ach, hier unten. Ja, da ist Banana Guy. Ha, ja, interessante Frage. Wo würde man die Typen halt irgendwo platzieren? Wen nimmt man mit? Ein Supporter vielleicht noch. I'm on it. Affirmative. Okay. Und die beiden könnte man dann hier so mit positionieren. Ich weiß halt gar nicht irgendwie, wo und wie und wann. Das wäre halt aber schon mal interessant zu wissen. Wahrscheinlich hier hinten drin, ne? Aber hier oben können wir halt gar nicht uns platzieren. Wir könnten versuchen, hier hinten rumzuschleichen. Ja, aber hier ist auch Glas. Da kommen wir schon mal nicht durch. Da ist ein Zaun. Also wir könnten versuchen, wirklich hier drüben wäre so eine Route, wo wir vielleicht lang könnten. Ein Wall Breach Charge ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Haben wir sowas wie so ein Kabelschneider? Nee. Was kriege ich denn damit auf? Ja, damit könnte ich halt den Zaun hier aufmachen. Macht aber einen riesen Lärm. Na, vielleicht versuchen wir mal ganz naiv irgendwie uns hier ranzuschleichen. Hier Dinge zu platzieren. Und dann von der Seite hier reinzugehen. Das könnte doch eigentlich funktionieren, oder? Ja, was nehmen wir hier mit? Mehr Flashbangs.
Achso, dann kann ich das ja eigentlich. Ach scheiße, die beiden hier wollte ich natürlich. So ausrüsten ich euch beide. Was ich mit denen hier mache, weiß ich noch nicht. So, aber ihr bekommt hier jeweils ein Slap Charge. Das sollte reichen. Ja, und ansonsten Flashbangs. Ich überlege gerade. Bin ich gerade doof? Ja, bin ich. Den hier vielleicht ein bisschen Rauch mitzugeben, weil Rauch ja. Keinen Alarm auslöst. Das wäre vielleicht ganz clever. So, was machen wir denn mit Savage? Ne, da ist die Optik, glaube ich, schon die bessere. So, wie sieht es mit euch aus? Ihr braucht, glaube ich, die 1- bis 8-fache Optik. So, Scharfschützen. 4-fach Optik. Wir brauchen hier irgendwas Krasses auf jeden Fall. Dann brauchen die wahrscheinlich Rauch eine Menge, die Scharfschützen, und sonst nichts, ne? Ich meine, wir können denen hier noch ein paar Flashes mitgeben. Aber im Prinzip mehr werden die nicht brauchen. Hatte ich den Jungs hier gerade die richtige Optik verpasst? Ich denke schon. So, und dann könnte ich noch einen Grenadier mitnehmen. So, Marksmanship 5. Ja, der hier. Ein M16, ne, ich glaube, der M4 ist schon ganz gut, ne? Obwohl, den Grenadier werde ich eher auf größere Distanz einsetzen. Da ist das M16 vielleicht gar nicht so verkehrt. Eine Pistole bekommt er einfach nicht. Eine vernünftige Panzerung bekommt er auf jeden Fall. Ein bisschen Rauch kann er mitnehmen, ein paar Flashes und ja, meinetwegen kann er seinen Wallbreach Charge behalten. Ich überlege ja, ob man das ein bisschen heimlich machen könnte mit schallgedämpften MP5en. Ich befürchte beinahe nicht. Got it. So, ihr habt hier drüben eigentlich auch wenig Auftrag, ne? Die müssen wahrscheinlich hier dieses Gebiet, die Sniper, eher abdecken. Und die Jungs müssen hier irgendwie diese Seite und ja, vielleicht hier so ein bisschen die Tür abdecken, weiß ich nicht.
Der Grenadier kann dann hier so schwierig. Ich weiß noch nicht. Wir müssen uns das erstmal angucken. Ne? Wir haben ja hier noch nicht viele Informationen bekommen, auf jeden Fall. Das sieht nicht gut aus. Das ist keine schöne Deckung. Das sieht ja aber auch nicht gut aus. Ja, der kann hier auch nicht vernünftig rüberlaufen. Ah, das ist ja alles ein bisschen schwierig hier. Ja, wir schauen uns das Ganze erstmal so an irgendwie. Geht's hier drum gar nicht? Doch, ein bisschen geht's ja noch weiter. So, was mache ich mit dir? Weiß ich nicht. Was? Wer schießt denn hier? Hä? Die sind doch heimlich. Das hat ja super geklappt mit der Heimlichkeit. Wow, danke. Ist euer Ernst? Ja, dann brauchen die ja wahrscheinlich auch nicht mehr heimlich sein. Apropos nicht mehr heimlich sein. Was seid ihr hier? Hier drüben ist eine Geisel drin. Oh, das wäre jetzt natürlich schlecht. Oh ja, da drüben ist ein, ich meine, das ist nicht mal richtig auf der Karte drauf. Wie soll ich das denn? Wie soll ich das denn bitte sehen? Ja, also hier mit der Heimlichkeit irgendwie, ne, das hat sich ja komplett gegessen. Okay, Jungs, dann habt ihr hier aber auf jeden Fall einen Job. Ist das hier ein Fenster? Ja, das ist ein Fenster.
So, dann latscht mal los hier. Scheiße, was wirklich? Guck doch mal rüber, bitte. Der denkt gar nicht dran, zurückzuschießen. Wieso schießt der nicht zurück? Okay, das ist ein bisschen strange. Das ist ein bisschen sehr strange sogar. Got it. Ich würde dich gern mit okay. Hier unten haben. So, und dann müssen wir halt hier so ein bisschen vorsichtig vorgehen, würde ich sagen. So, ihr habt ja alles wunderbar im Blick, ne? Den Rauch nicht so weit geworfen. Ah, wieso hast denn du keinen Rauch dabei, sondern dem habe ich nicht die richtigen Granaten mitgegeben. Okay, gut, dann ist es jetzt halt so. Time to say goodbye. Okay, also sobald hier drüben geschossen wird, ist die Sache eigentlich gelaufen, ne? Roger. Welco. Das heißt, ihr dürft euch hier drüben verstecken und erstmal die Füße stillhalten. Und wir versuchen hier die Sache zu klären. Ah, der kommt hier nicht durch das Fenster oder was? Na geil. Ja, komm schon. So, dafür hatte ich ja das MG da. Wunderbar. Wow, waren das viele. Das waren echt eine Menge hier. Mal bis hier hinten laufen, bitte. Wenn wir uns hier drum kümmern. Wie viele Geiseln muss ich eigentlich retten? Weiß man das? Nö.
Okay, cool. Ja, dann darf Scooby sich mal hier umdrehen. Da muss ich mal ranzoomen, glaube ich. Kann ich die Geiseln? Ja, kann ich. So, dir geht's gut? Ja, Sarge geht's gut. Wunderbar. So, die Tür hätte ich gerne vorsichtig aufgemacht. So, und dann können die Scharfschützen nämlich langsam anfangen, sich hier rüber zu bewegen vielleicht. Zumindest einmal an die Wand hier ran, damit sie da alles abdecken können. Oh, Hoffmann geht es auch nicht so gut. Und cool. So, dann schauen wir mal, wie wir hier weiter vorgehen. Wieso kommt ihr denn jetzt hier raus? Kaum bewege ich mich, kommen die da raus, oder was? Kann doch nicht sein. So, okay, aber der Plan so an und für sich schon mal nicht schlecht, ne? So, wie viel siehst du von hier aus? Genug. Ich wollte gerade sagen, erwischen die den da hinten nicht? Doch, tun sie. Schon rein hier. Okay, dem geht's gut. So, hier weiter aufrücken, aufrücken, aufrücken. Kommt schon durchs Fenster. Oh Mann. Hier mal ganz leise gerade. Okay, wunderbar. Das hier bitte nicht. Danke. So, kann ich die Aktion jetzt mit einem Go-Code versehen? Ich hoffe. Kann ich den hier... So, dann können die da nämlich schon mal in Position gehen. So, und jetzt muss ich hier Go Alpha. Alpha, go. Ah ne, du bleibst mal schön hier stehen, aber du kannst hier auf jeden Fall von hinten reingehen. Sind wir frei? Super. Das hätten wir schon mal.
Was? Als wenn es keiner gesehen hätte, dass er da noch rumguckt. Wie kann denn das bitte sein? Jetzt hat er die Geisel erschossen. Okay, also da drüben an die Geisel muss ich... Ja, bitte gerne, gar kein Problem. 8 Geiseln gibt's. Aber wie soll ich denn bitte leise an die ganzen Geiseln rankommen? Okay, wenn ich ja irgendwie leise ran soll, dann könnte das ein echtes Problem werden. Okay. Roger. Na, schauen wir mal. Ob das irgendwie eine Chance hat zu funktionieren. Ich glaube, die wissen jetzt schon, dass wir da sind, oder? So, auf jeden Fall müssen wir dich dann hier so ein bisschen offensiver positionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier so die richtige Ecke ist. Das hier sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Dann geht's hier nämlich immer los, ne? Ah, da kann er nicht rüber schießen. Das wäre halt eine interessante Frage, ne? Können wir da einfach eine Granate... Warte mal, das probiere ich mal. Können wir da einfach eine Granate reinhauen? Würde das theoretisch gehen? Halt auch direkt die Geisel dran. Und ich weiß halt nicht, wie ich das leise vernünftig machen soll, weil Schalldämpfer und sowas sind natürlich nicht so, na, ihr wisst schon. Ich würde sagen, du guckst mal hier so unauffällig rüber. Versuchst hier eine Deckung zu finden. Banana Guy guckt unauffällig dahin. Hat halt gar keine Deckung hier. Aber vielleicht kommt er auch nur nicht ganz so weit hier rum, sondern nur bis hier. Ja, bis da ist besser. Dann kann Wilson hier nämlich dahinter einmal entlang schleichen. Gefolgt von Itai. Ja, du guckst hier in die Richtung. Ah, nee, doch. Bis hierhin ist schon richtig. Ja, du guckst halt bitte die ganze Zeit einfach in die Richtung.
Schieß doch zurück. Was ist denn sein Problem? So, wir haben ihn trotzdem nicht erwischt, ne? Warum nicht? Hat er nur eine Granate dabei? Hab ich den falschen? Ne, ich hab den richtigen. Ach, als wenn er hier nicht... Oh, Junge, bist du kein Linkshänder? Was ist los bei dir? Jetzt auch nicht mehr. Danke. Hat sich erledigt. So, seid ihr hier soweit? Ihr seid soweit. Sehr schön. Wahrscheinlich sind die schon seit 5 Minuten soweit. Jetzt wirft er den Smoke trotzdem. Gehst erstmal nur bis dort, bitte. Du rückst hier auf. So, die sind hier soweit. Danke. Na komm schon durch da. Oh Mann. Gibt es dafür nicht extra so ein Befehl, dass er da durch soll? Das ist kompliziert immer. Hier schon mal ein bisschen aufrücken. Warum will der denn da nicht durch? Ja, wo ist denn das Problem? Danke. So, die sind hier soweit. Wunderbar. Dann kann er nämlich hier direkt einmal am Fenster vorbeigehen. Gucken, was da drin los ist. Während du ihm hier den Rücken frei hältst. Da lebt noch einer. Könnt ihn bitte jemand töten? Nein, wirklich? Ah, das war dumm, ne? Ich hätte da erst den Flash durchwerfen sollen. Ach, das wäre viel besser gewesen. Ach, Kid. Na gut, machen wir nochmal, weil der Plan scheint zu funktionieren. So, du gehst hier so ein bisschen weiter hinten rum, damit deine Waffe halt auf jeden Fall zum Tragen kommen kann. Okay, und der hat es jetzt hier doch irgendwie mitbekommen, dieses Mal. Ich weiß nicht warum, was diesmal anders war. Schon wieder. Wahrscheinlich, weil hier einer stirbt, ne? Wilson hat keinen Smoke dabei. Aitai hat Rauch.
Kann ich vielleicht genug werfen? Der muss noch ein bisschen nach vorne. Du hast auch einen Granatwerfer, warum kannst du ihn nicht benutzen? Okay, jetzt hat es funktioniert. Das ist, weiß ich nicht, erscheint mir ein ganz kleines bisschen buggy zu sein an der Stelle. Erwische ich nicht alle. Das wird aber auch nichts. So, wir werfen hier nochmal neu. Dann gehen wir direkt hier rüber. So ein bisschen Auge hier drauf. Ja, und du kommst hier an die Ecke ran, das durfte hinhauen. Ja, machen wir eher so. So, hier sind wir fertig. Ne, da gibt es echt kein Symbol dafür. Ach, jetzt hat er es gesehen, oder was? Ach, Sekunde zu spät. Ich weiß nicht, warum, ob da der Smoke zu spät kam oder was da los war. Irgendwas war da auf jeden Fall. So, wir versuchen es nochmal und immer nochmal und nochmal und nochmal. Ja, das hat er gesehen. Super. Oh, können wir das schon früher werfen? Das Rauchgranätchen. War nicht viel früher. Aber immerhin. Das war nicht früh genug, ne? Weil wenn der halt da hinten auftaucht. Ja, das ist halt schon mal blöd. Vielleicht können wir aber auch einfach direkt. Von hier so eine Granate hinwerfen. Das wäre auch vielleicht ganz cool, oder? So, und bevor du hier rumgehst, schmeißt du auch erstmal direkt hier eine Granate hin.
Oh wow, das hat ja richtig gut funktioniert. Also so ein bisschen mehr Smoke ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ne? Wir müssen dann vielleicht nur einfach... Savage. Der hat die falschen Granaten dabei. Das Ei-Tai. Ah, Scooby ist da stehen geblieben, verdammt. Schauen wir mal, ob das was wird. Ja, da ist er wieder. Aber wie kriege ich den denn da weg? Weil hier die Granate, die scheint ja irgendwie nicht so richtig da zu landen, wo ich denke, dass sie landet. Vielleicht doch, wenn man halt richtig zielt. Die haben sich hier umgedreht, wunderbar. So, dann gibt es jetzt hier schöne Überraschungen. Und dann müssen wir da direkt rein. Oh, gehen wir jetzt zur Seite, bitte. Danke. Okay, das hätte so halbwegs funktioniert hier. Drüben auf der Seite ist natürlich schon ein bisschen eskaliert. Aber wir haben schon mal ein paar Geiseln hier safe auf jeden Fall. Ich weiß, ich hoffe, ich habe hier keine Geiseln erschossen, aber die müssten dann eigentlich so gelbe Umrisse haben. So, wie sieht es aus mit Munition? Gut. Sehr gut. Passt alles. Ah, da hinten ist noch einer, okay. Ich sehe ihn irgendwie? Nee, wahrscheinlich nicht.
Ich will da halt auch nicht so dumm reinlaufen in ihn. So, schauen wir erstmal, was hier drüben so abgeht. Ah, das ist der Typ, der hier. Mit den Türen hier erkennt man natürlich gar nichts. Oh Mann, bitte gescheit laufen, dankeschön. Oh, das ist echt ein Kuddelmuddel hier. Muss man freundlich auszudrücken. Der hat auch gar nichts gerafft, der Typ. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Geiseln sind. Ne? 5, 6. Also irgendwo muss ich noch eine Geisel verstecken, befürchte ich. So, in der Zwischenzeit. Können wir mal vorsichtig vorrücken. Mal gucken, was hier drinnen abgeht. So, irgendwo muss sich ja noch einer befinden, ne? Ansonsten dürften wir fertig sein. Da hinten. So, da verpissen wir uns hier direkt wieder rein. Ich hoffe, mein Scharfschütze sieht den gleich. Ja. So, hier scheint auch niemand drin zu sein. Perfekt. Ich weiß nicht, ob hier hinten irgendwie noch einer rumgurkt oder so. Das kann ich halt echt nicht sagen. Oder wo sich hier sonst noch welche befinden sollen. Oh, da drin. Alles klar. So, ihr dürft hier erstmal nachladen, Jungs. Und dann brauchen wir hier halt irgendwie ein bisschen Unterstützung. Vielleicht gehst du mal hier rum. Versuchst hier ein bisschen anderen Winkel abzudecken einfach. Okay, das hätte schon mal funktioniert. Wunderbar. So, haben wir noch ein bisschen Rauch hier? Haben wir. Habt ihr auch Rauch dabei eigentlich? Ja. So, du kannst hier eigentlich komplett auf die andere Seite dieses Fahrzeugs kommen.
Ach, hier komme ich nicht durch, da ist ein Zaun. Ah, da kann man drüber klettern, okay. So, hier drüben liegt der Rauch. Dann leuchten wir da mal rein. Oh, hier hinten sind noch so viele in der Ecke. Okay, das hätte schon mal ganz gut funktioniert. Aber wo lebt denn da jetzt noch jemand? Hier vorne vielleicht? Nee, das ist eine Geisel. Da. Okay, Leute, ich bin mal ehrlich, das war ein bisschen anstrengend. Wie lange haben wir gebraucht? Eine Minute 48 nur angeblich. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also hier für Rauch zu sorgen und hier, ne, damit wir da ungesehen durchkommen, war erstmal relativ wichtig. Dadurch konnte auch unser Scharfschütze hier unverletzt bleiben und da in Ruhe seine Position beziehen. Nicht jeder Scharfschütze, ne, hat da einfach gedeckt, wunderbar. Warum er zu langsam reagiert hat, keine Ahnung. Und dann ganz wichtig, dieses Fenster hier einzunebeln, damit wir hier hinten in Ruhe schalten und walten können und Rauch sorgt tatsächlich auch immer noch nicht dafür. Dass wir entdeckt werden. Ja, inzwischen hier oben, warte mal, da würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Ich kann nicht zurückgehen. Warum gibt es nicht einfach so eine Rückspulfunktion? Weil hier oben habe ich jetzt gar nicht geguckt, was da los ist. Gucken wir mal da oben, was da passiert ist. Ja, weil hier ist die Tür aufgegangen, ungeplant. Also wir wissen jetzt, ne, immer, wenn es heimlich sein muss, mehr Rauch. Weil das raffen die Leute nicht. Oh, Rauch, okay, das ist natürlich unauffällig. So, dann gucken wir mal, was hier passiert ist. Ne? Die drehen sich da um. Der klettert durch. Ja, und dann geht hier die Tür auf, die gucken raus. Und dann überlassen wir das hier unserem Maschinengewehrschützen, ziehen den dann auch nicht vor. Ja, da hinten haben wir noch einen gesehen. Der kommt hier rein, okay, das war der. Und da ist da noch einer direkt hinterm Schreibtisch. Inzwischen hier oben passiert erstmal nichts in der rechten Ecke. Ja, der hier war auch komplett verplant. Ne? Der ist reingekommen und direkt neben ihm steht ein Ranger. Hat erstmal in die falsche Richtung geguckt, aber naja. Da haben wir gesehen, dass hier hinten im Autohaus noch total viele Leute drin sind, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ja, und in dem Moment, wo der geblendet war, ist er nicht mehr so richtig in Deckung und da konnte dann unser Scharfschütze zuschlagen. Das war ganz gut. Ja, und die Jungs bringen sich hier wieder mit Rauch in Stellung. Ne? Der Scharfschütze nimmt alle, die hier hinterher vor wollen, ins Kreuzfeuer.
Und dann ist der Rauch weg und die Jungs können hier reingucken. Ja, da hatte sich hier irgendwie noch einer versteckt. Und der wurde dann von ja, drei Einheiten beinahe ins Kreuzfeuer genommen. Ja, also was haben wir gelernt? Rauch. Mehr Rauch, ne? Wenn man unbemerkt bleiben möchte, Rauch, weil die Gegner reagieren nicht auf Rauch, die lösen da keinen Alarm aus, was ich natürlich schon mal sehr merkwürdig finde, weil die halt bei jedem zerbrochenen Fenster sofort Alarm auslösen. Aber offenbar nicht bei Rauch. Ja, deswegen kann man halt hier... Na, ich dachte, ich hätte es gerade. Ja, deswegen kann man hier drüben wunderbar erstmal alles wegrauchen, ne? Dann speziell dieses Fenster hier, damit man dann vorgehen kann. Okay, links klicken ist nicht. Damit man dann hier vorlaufen kann. Und hier auch so ein bisschen, damit der Scharfschütze einfach in Stellung gehen kann. Und dann erstmal nur ein kleines Schussfeld auch hat. Und dann öffnet sich der Winkel halt, sobald der Rauch weg ist. Und er kann im Prinzip bis hier drüben sehen. Ja, also große Flächen einfach durch Rauch aufteilen. Das war jetzt irgendwie hier das, was man lernen konnte. Und Rauch ist unauffällig, wie gesagt. Ja, dann schauen wir nochmal, ob unser Squad ordentlich was gelernt hat. Waren jetzt ein Haufen Leute im Einsatz. Du bist immer noch Stufe 4, du bist Stufe 5 geworden. Wunderbar. Stufe 4 und 5 war, glaube ich, vorher schon, ne? Ja, unsere Scharfschützen sind jetzt am Mega Marksmanship. Assault Shooting könnte hier bei ihnen noch ein bisschen besser sein, damit die dann einfach schneller Leute wegnehmen können. Unser Supporter ist Stufe 5 geworden. Sehr gut, der ist jetzt in Marksmanship und Assault Shooting richtig gut. Also der hat da eine super schöne Mischung auf jeden Fall. Genauso wie der Scharfschütze hier. Ist eigentlich krass, dass sie ja fast am besten sind. Und unser Grenadier ist Stufe 3. Auch schön. Tja, dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal für eine Geiselbefreiungsmission haben. Vielleicht können wir da wieder ein bisschen leiser vorgehen oder irgendwas. Schauen wir mal. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.